Stell dir vor, du hättest den Schlüssel, um verborgene Kräfte in dir zu entfesseln und ein Leben voller spiritueller Klarheit und Harmonie zu führen. In diesem Video enthülle ich das Geheimnis hinter der 852 Hertz Solfeggio-Frequenz, die dein drittes Auge öffnet und dir den Zugang zu universeller Weisheit und göttlicher Ordnung ermöglicht. Bleib also dran, um herauszufinden, wie diese erstaunliche Frequenz dein Leben transformieren kann, und erlebe eine kraftvolle Meditation, die dein Bewusstsein auf ein ganz neues Niveau hebt. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Gründer von Brainwave 3D. Ich möchte mit dir gemeinsam in diesem Video dir die 852 Hertz Solfeggio-Frequenz genau beleuchten. Und es ist eine Reise der Entdeckung. Ja? Denn diese Frequenz hat einen ganz, ganz speziellen Effekt. Es ist eine sehr, sehr kraftvolle Frequenz, und vielleicht weißt du ja schon, was die Solfeggio-Frequenzen sind und dass die auch schon wissenschaftlich nachgewiesen sind, vor allem auch ihre Wirkung. Ja? Und ich möchte hier darauf eingehen in diesem Video, wie diese Frequenz dir helfen kann, dein drittes Auge zu öffnen, deine spirituelle Transformation zu unterstützen und dich vor allem mit der göttlichen Ordnung und der göttlichen Harmonie und Liebe zu verbinden. Ja? Wie du schon weißt, ist die 852 Hertz Solfeggio-Frequenz die Frequenz der neuen Hauptfrequenzen der Solfeggio-Tonleiter. Die Wurzeln daher kommen im Mittelalter. Also diese besondere Frequenz ist dafür eben bekannt, dein drittes Auge zu öffnen und die Verbindung mit der inneren Harmonie und der göttlichen Ordnung herzustellen. Ja. Vor allem auch die Zirbeldrüse zu stimulieren und spirituelle Klarheit in dein Leben zu bringen. Also eine sehr, sehr tolle Frequenz, die einfach, was Spiritualität und Bewusstseinserweiterung angeht, auf jeden Fall unter die Top 3, würde ich sagen, hinzukommt. Und ich habe dafür eine einstündige Frequenz produziert, die dich auf 8 Phasen begleitet durch diese Reise. Und in diesen 8 Phasen wirst du abgeholt. Ich werde gleich darauf eingehen, was da genau passiert. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja. Auf jeden Fall habe ich hier noch stehen, diese Frequenz wirkt auf dein drittes Auge, wodurch deine Intuition, deine Erkenntnis, deine spirituelle Entwicklung und dein Erwachen unterstützt wird, Harmonie, Verbundenheit und göttliche Ordnung verbessert wird. Sie hilft, energetische Blockaden aufzulösen, dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen, indem du deine Schwingung erhöhst, und kannst du dann deine tiefe Verbindung zur universellen Weisheit und Liebe spüren. Und jetzt schauen wir uns mal die 8 Phasen an, die du bei dieser Frequenz durchlaufen wirst. Es ist übrigens keine geführte Meditation, sondern einfach, ich nenne das immer so schön, es ist eine geführte Meditation, aber ohne Stimme. Ja, und das wirst du merken, wenn du sie startest, da passiert eine Geschichte. Und diese Geschichte, du durchläufst diese 8 aufeinanderfolgenden Phasen und machst eine Reise zu dir selbst. Ja, und diese Reise führt dich, dass du dein spirituelles Potenzial eröffnest und aktivierst. Und die erste Phase beginnt mit der Einstimmung. Du hast am Anfang kurz eine Einstimmung, du beginnst im Wald, und es ist sehr, sehr spannend, und es kommt eine Harmonie, eine Melodie im Hintergrund, eine Atmosphäre, ganz leise, die kommt, nimmt dich mit und trägt dich irgendwo hin. Plötzlich wird diese Harmonie weniger und hört auf. Du bist dann nur noch im Wald und du fragst dich, und das ist bewusst so gemacht, dein Verstand kommt und sagt, hey, wo ist diese Harmonie geblieben? Wo ist diese Musik hin? Das war so schön. Und dadurch entsteht eine Art komisches Gefühl, würde ich mal sagen. Und dieses komische Gefühl ist das, was ich Einstimmung nenne. Ja? Das heißt, wir starten mit dieser Geschichte, um dich in diesen Zustand zu bringen. Denn das ist ein Pendeleffekt, dieses komische Gefühl wird dann komplett verändert, weil nach einer gewissen Zeit, eine Minute ungefähr, kommt dann eine andere Harmonie, und die trägt dich dann weg aus diesem Wald und bringt dich dann komplett irgendwo anders hin. Ja?
Und dann wirst du dort durch diesen Pendeleffekt eine ganz andere Emotion spüren und die Geschichte und die Reise beginnt dann sozusagen. Das ist dann schon Phase 2, die Reise beginnt. Ja. Ich will gar nicht zu sehr musikalisch sagen, was dich in diesen 8 Phasen erwartet. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist hochgradige Abwechslung, viel Transformation, viel Weinen, viele Sachen, die passieren werden. Das ist eine Reise, die du machst, diese Stunde lang, also alle 7 Minuten kommt was anderes. Und verändert sich, ja. Dann kommt die Phase 3, ich nenne das die Transformation und Aktivierung deines dritten Auges. Übrigens, diese Phasen wurden so aufgebaut, dass in jeder dieser Phasen eine andere Frequenztechnologie eingebunden wird, die sich in dieser Phase 3 am stärksten integriert. Ja. Dann kommt Phase 4, das ist Integration und Lösung von Blockaden. Dann kommt Phase 5, das ist die Erhöhung deiner Schwingung. Und schlussendlich Phase 6, die innere Weisheit und Integration von dem, was du erlebt hast. Und dann landen wir bei der Verankerung, Phase 7, Verankerung und Vereinigung mit dem höheren Selbst. Und schlussendlich Phase 8, Loslassen und Rückkehr und Erdung. Ja. Und das wirst du merken, ich habe die ganze Musik und alles darauf abgestimmt, auf die jeweiligen Phasen. Lass dich einfach überraschen, was dich da für ein musikalisches Spektakel erwartet. Ja. Die Technologie, die ich verwende, ist eine sehr fortgeschrittene Frequenztechnologie, eine Mischung aus binauralen Beats, isochronen Tönen, monauralen Beats, Harmonic Box X Technologie mit pinken Rauschen und einer 3D-Dissoziationstechnik, die kennst du vielleicht schon von der DMT-Dissoziation, die ich produziert habe. Da habe ich die Technologie genommen und mit dazu gebaut, damit der Pantreallappen, der Frontallappen, der dafür zuständig ist, wo bist du gerade, in welchem Raum befindest du dich, wo sind deine Hände, sitzt du oder liegst du, dissoziiert wird, damit du sehr, sehr schnell das Körpergefühl verlierst und dass die Frequenz viel intensiver wirken kann. Und das wirst du schon nach ein paar Minuten merken. Du wirst dir fragen, so, wow, was ist passiert gerade mit meinem Bewusstsein? Ja. Auf jeden Fall kombiniert mit diesen ganzen Techniken und Technologien, natürlich sind da andere Technologien drin, die ich nicht erwähnen kann, möchte, wirst du auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Effekt erleben. Ja. Also, bist du bereit, die Solfeggio-Frequenz in seiner ganzen Vielfalt und Faszination zu erleben? Dann ist jetzt der Augenblick, wo du die Entscheidung triffst, eine Reise zu beginnen, die du nie wieder in deinem Leben vergessen wirst. Ich muss dir sagen, ich habe ja durch meine Arbeit sehr, sehr viele Frequenzen gehört und bin ein bisschen ausgelutscht, was Frequenzen angeht und höre mir Bänder nur kurz an. Aber diese war so atemberaubend, dass ich selber so eine tolle Erfahrung damit hatte, dass ich sie regelmäßig höre, obwohl sie eine Stunde dauert. Und das wirst du beim ersten Mal anhören auch dasselbe Gefühl haben, wo du sagst, so wow, das war so toll, das war so eine atemberaubende Reise, ich möchte diese Reise nochmal machen. Vor allem wirst du auch eine Wirkung spüren. Also ich habe dort gesehen, wie diese Samen auf der Erde vom Weizen, wie diese Samen, bevor der wächst, unter der Erde ist. Und dieser Samen tut nur empfangen und empfangen, also Licht und Wasser und Regen und Flüssigkeit und so weiter. So lange, bis er sich durch die Erde kämpft und dann erscheint und dann geht er nach oben oder das Gras und die Blumen und so weiter. Und dann wächst dieser Samen zu einer Blume oder zu irgendwas ran. Und dann kommen die Tiere und essen das dann, ja, oder wir Menschen und dann geben sie sich vollkommen hin, dass sie empfangen, 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 um schlussendlich zu geben und sich selbst darin aufzulösen in ihren Akt der Schöpfung. Das war eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe mit dieser Frequenz, die einfach zeigt, wie die Natur funktioniert. Und das ist nur eine Analogie, dass diese Samen, weil wir selber sind auch aus einem Samen entstanden und sind selber sozusagen daraus entwickelt worden. Und sind im Grunde auch in unserer Kindheit empfangen wir, empfangen wir, empfangen wir so lange, bis wir dann groß genug sind und uns entwickelt haben, dass wir dann geben und geben und geben. Und zum Beispiel ist diese Frequenz ein Produkt meines Gebens, ja, also was ich mir angeeignet habe an musikalischem Wissen und dann an Hypnosewissen und Co. Und habe ich dann das produziert, um das weiterzugeben, so wie die Natur funktioniert. Und da habe ich halt gesehen, wie diese göttliche Ordnung funktioniert, wie wir
erschaffen werden, um zu empfangen, damit wir später geben und empfangen. Ja. Und das ist ein wundervolles Geschenk, das war so ein Teil der Erfahrung. Ja. Wie gesagt, ich wiederhole aber das Ganze nochmal grob, dass du einfach die Essenz hast. Wir fangen mit der Einstimmung an, die Reise beginnt, du machst eine Transformation, aktivierst dein drittes Auge, machst eine Integration, löst deine Blockaden, erhöhst deine Schwingung, kommst zur inneren Weisheit, integrierst diese, dann geht es in die Verankerung und Vereinigung mit dem höheren Selbst und schlussendlich in das Loslassen und in die Rückkehr. Und Erdung, ja, so, und vor allem, ja, lass dich auf jeden Fall überraschen, was musikalisch passiert, und ich freue mich schon mega auf dein Feedback, was du mir sagst, wenn du das erlebt hast und das gehört hast, ja. Wie gesagt, nutz die Zeit, nimm dir diese Stunde wirklich Zeit, du kannst diese Frequenz kostenlos hören in unserer Brainwave 3D App, einfach runterladen und dann hast du 7 Tage, kannst du alle Frequenzen kostenlos hören und dort ja, kannst du einfach dann das Ganze anhören und schauen, was es mit dir macht, und ich freue mich sehr, dass ich das produzieren durfte und kann es kaum erwarten, dich dann sozusagen in der App zu sehen wieder und mit dir gemeinsam ein spirituelles Abenteuer zu beginnen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Freue mich, dass diese Frequenz jetzt live ist und wir sehen uns im nächsten Video wieder.